Und dann gehen wir nochmal da runter. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht verkackt. Das 100. Ending. Krieg ich nochmal die Möglichkeit. Ich hätte sofort drauf klicken müssen, dass wir damit nicht zufrieden sind. Jetzt kommen wir da wahrscheinlich nicht mehr hin. Eben sind wir auch hier lang. Machen wir wieder den gleichen Weg. Scheint aber Level, das scheint das Ending 100 zu sein. Dann bin ich alles täuscht. Da geht's hoch. Tolle Neunheitspfade. Ich hoffe, wir kommen da noch mal rein. Ja, komm. Ein bisschen springen können muss man. Und Hinweis. Gut, kommt der Hinweis nicht relativ spät. Der einzige Hinweis, den wir noch kriegen können, ist für das 101. Ending oder so. Mal schauen, was es da gibt. Hinweis. Aha. Okay, die Tür geht nochmal auf. Ich werde zur Legende. Okay, werden wir zur Legende. Nehmen wir sagen, nein, das reicht uns nicht. Du hältst die Tetrakugel. Ich mache mir schon mal den Kopf, was wir jetzt für den Rest des Streams machen. Gleich eine kurze Pause, in der ich mir noch mehr Kopf drüber mache. Und sammelt Zwergi alle vier Elementkugeln und stellt das Gleichgewicht des Königreichs wieder her. Ende. Punkt, Ende. Auf keinen Fall. Ich möchte mehr Action. Und nun? Wie sind wir hier? Was? Der Altar des Helden. Glorie und Glanz für den Helden, die Welt errettet hat oder zerstört. Nun. Ah, okay. Ich bin jetzt der goldene Ritter. Zwergi ist jetzt super Zwergi. Nice. Super Zwergi unterwegs. Und nun? Ist noch kein Ending. Und was machen wir nun? Gehen wir hier nochmal zurück, da nochmal. Super 2 kommt hier nicht hoch. Ist zu super, um hier hochzukommen. Tja, nun. Ich habe jetzt die Power, ich bin super Zwergi. Und nun. Nochmal den Schalter drücken.
jetzt einfach mal zum... Ach du Scheiße! Einmal zum dunklen Fürsten laufen und den besiegen. Drache auf und davon! Never ending story! Nachdem er den Ausbruch entkommen war, dankte Super Zwecki dem Drachen für die Reise und bereitete sich darauf vor, ein Fett zu machen, triumphal in das Königreich zurückzukehren. Da sind dann jetzt wahrscheinlich die zwei Endings hier. Triumphal ins Königreich zurückzukehren. Bruch, Bruch. Ich kehre triumphal ins Königreich zurück, in der Hoffnung, dort ein Ende zu kriegen. Mein Schwert kann ich ja bestimmt hier. Zack. 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 Schwimme einfach durch die Lava durch. Lava ist nun kein Problem mehr für Super Zwergi. Ja. Kommen wir überhaupt noch hoch? Kommen wir jetzt ins Königreich zurück. Kommt Super Zwerg nicht hoch. Was ist das denn bitte? Die Kanone können wir nicht mehr nutzen. Was stand damit? Ich bin es leid. Hilfe, ich stecke fest. Ist jetzt versaut. Da komme ich nicht mehr hoch. Das kann doch nicht wahr sein. Ending haben. Lass mich triumphal ins Königreich zurückkehren. Wasserkanäle des Königreichs. Dies ist nicht der Held, den ich bestellt habe. Verlange eine sofortige Rückerstattung. Bleib weg vom König. Na, schau einfach durch. Gehen wir halt nochmal den Fürsten töten. Ausruf. Ich kann mir gar nichts mehr. Und nun. Ah, jetzt kommen wir hier über die Bodenstange. Nachdem er letztendlich den Ort verlassen hatte, im Aufwuchs, schaute Super Zwergi in den Horizont und wusste, was zu tun war.
noch Macht sammeln, nach Osten in die Dunkelheit gehen. Osten in Dunkelheit. Diese scheiß Tür, die wir nie aufgekriegt haben. Aus dem Weg. Aha. Die drei Kammer. Das ist nicht einmal mein. Das ist nicht mal meine finale Form. Aha, Bosskampf. Bosskampf gegen einen gewöhnlichen Schergen. Das ist mir gar nichts. Bosskampf. Ach, Scheiße. Wie viel Leben hat der denn? Spielend. Ich bin unbesiegbar. Er hat noch viel zu viele Leben. Verdammt, kriegt ihr nicht. Verdammt, wie trifft ihn denn? So nicht. Jetzt bleibt mal hier. Viel Leben hat er noch. Drei Leben. Zwei Leben. Wir müssen ausweichen hier. Ein Leben. Ich hammer dich. Kiste Steinkammer. Und besiegt. Nice. Nachdem er den Superschergen besiegt hatte, wusste Super Zwergi, was zu tun war. Macht absorbieren. Ich versau jetzt wahrscheinlich jedes Ending. Aber gut. Super, super Zwergi. Was? Super Zwergi ist jetzt Mordis Mutter. Aha, okay. Jetzt bin ich selbst der Bösewicht hier. Na toll. Jetzt gehe ich als Bösewicht den Bösewicht besiegen. Auf geht's. Und nehme seinen Platz ein. Oh toll, noch ein das ist doch dran, ich hoffe. Kämpfe ich gegen einen anderen Helden. Dunkle Halle. Ende. Was hast du getan, mein kleines Licht ruiniert? So, Prinzessin besiegt.
Ende. Noch nicht. Der Chaos geht noch weiter. Was? Irgendwie geht's noch weiter. Hier ist vorher noch nicht weiter. Gut, Aufzug. Das gibt's nie jetzt noch zu sehen. War vorher noch nicht da. Verdammt! Fahren wir noch ein bisschen Fahrstuhl. Du, 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 du. Okay, kein Mimik, der schreit. Als Zwergi sich dem Klavier nähert, verspürt er den Drang. Sich zu setzen und zu spielen, sich zu setzen und gut zu spielen, sich zu setzen, erstaunlich gut zu spielen, sich zu setzen und legendär gut zu spielen. Seitdem war Zweig als Modis Mutter bekannt. Mit Kraft der Kugeln und des dunklen Steins kniete die Welt bald vor ihm nieder. Modi. Eine Hausmeisterscherge würde eingestellt werden müssen, um Modi oder was von ihr übrig war zu beseitigen. Ja. Die haben wir ja auch getötet. Prinzessin. Huhn. Achso, Huhn. Credits. Soon kehrte in sein Nest zurück, um weiter an seinen Plänen für die Weltherrschaft zu arbeiten. Wow. Böses Huhn. Die Schergen. Die Schergen stahlen den Schatz des Drachen und gaben alles für Bier aus. Sehr gut. Was für eine Party. Das Ende gefällt doch. So muss das. Evil Scherge. Felsblock und Drache. Felsblock und Drache verliebten sich nach einem Blind-Blind-Date. Einige Jahre später hatten sie viele kleine Drag-Rocks. Ah ja. Die Entwickler. Die Entwickler wurden aus dem Himmel geworfen, weil sie Gore-Videospiele gemacht hatten. Das ist eine Rechtfertigung. Da müssen sie raus. Der König und seine Wachen. Es war nicht mehr viel vom Königreich übrig. Da sind wir durchgelatscht. Es scheint, dass Modis Mutter seine Hausaufgaben im Voraus gemacht hat. Das Mimik frisst auf.
Helden. Aber neue Helden werden kommen, um den dunklen Not herauszufordern und den Frieden wiederherzustellen. Das sind alle Charaktere, die freigeschaltet haben. Und das ist Revenger, die Geschichte über einen gewöhnlichen Dorfbewohner, der unzählige Gefahren und Schicksale erduldete. Der dunkle Lord, der Herrscher der gesamten Menschheit und ein großartiger Klavierspieler zu werden. Ende 100 von 100. Ende.